Giovanni, hier Dr. Davalos. Nicht jetzt! Ich brauche einen höheren Startpunkt. Lale! Hier Dr. Davalos. Nicht jetzt! Dr. Davalos. Dani, sind Sie eins mit dem Cumulonimbus geworden? Keine Ahnung, aber es hat sich gut angefühlt. Sehen Sie, spirituelles Wachstum. Jetzt möchte ich, dass Sie etwas Nettes zu Ihren Feinden sagen, wenn Sie sie ermorden. Keine Schusswaffen. Was? Dani, stellen Sie meine Methoden nicht in Frage. Sie stehen am Rand eines bedeutenden spirituellen Durchbruchs, aber Sie müssen alle Schritte durchführen. Die Kristalle haben gesprochen. Ah, okay. Thank you.
Wir haben sie da, wo wir sie Ach, haben. Stimmt. Los! Ich suche mir Deckung! Los, los, los! Augen auf.
Mierda. Luftunterstützung! Spezialeinheit. Sie war gerade erst 18, also wie sich sie gehen. Kaum, ja. Ich weiß. Ich weiß. Ich hätte es nicht tun sollen. Nein, da! Die Fresse! Thank you.
Espero estés listo para el infierno, gusano. ¡Cúbrate! Wo versteckst du dich? Gerade warst du doch noch da. Das Ziel ist in Sicht. Bewegung, ja?
Hier drüben. Ja, hier. Was weißt du? Danny, wenn die Armee einen Kontrollpunkt errichtet, müssen wir ihn wieder einreißen. Wenn du Zeit hast, übernimm das. Gracias. Fire!
Hola. Halte durch. Paolo, wieder beschäftigt? Schickt er dich, damit du mir hilfst? Mist. Kontrollpunkt. Muss ich vorsichtig sein. Hola, also ich habe ein paar Leute getötet und nette Dinge gesagt.
Muy bien, Dani. Sie sind eine meiner besten Patientinnen. Ich bin Ihre einzige Patientin. Besuchen Sie mich im Büro wegen des alles entscheidenden nächsten Schritts. Ich bin stolz auf Sie. Ich komme, sobald ich kann. Freud hatte recht damit, dass nur Menschen eine Moral haben.
Möglicherweise hat er die Katzen vergessen. Gratulation, Danny. Sie haben mein alternatives 5,5-Schritte-Therapieprogramm abgeschlossen. Aber ich habe nur 5 Schritte gemacht. Der halbe Schritt war, wieder zu mir zurückzukommen. Ich muss Ihnen sagen, dass ich mich nicht wirklich anders fühle. Falsch! Ihre Chakren sind jetzt frei und Ihre Aura hat den Farbton eines Amethysts. Das sind fantastische Neuigkeiten. Oh ja, aber es gibt einen Haken. Und welchen? Sie müssen den mörderischen Zustand aufrechterhalten. Sonst könnten Sie die katastrophalen Auswirkungen einer posttraumatischen Belastungsstörung zu spüren bekommen. Das klingt ja furchtbar. Sie, das ist es auch. Hören Sie nie auf zu töten, Danny. Hören Sie nie auf. Na gut, ich behalte das im Kopf. Kommen Sie bald wieder. Ich würde gerne ein anderes Programm ausprobieren, das ich galaktische Urintherapie nenne. Warum probieren Sie das nicht an sich selbst und sagen mir dann, wie es war?